Je mehr ich dazulerne und ich bin noch am Anfang, desto mehr merke ich, dass es genau das Gegenteil ist. Es ist eben nicht zu sagen, ich bin spirituell, weil jeder ist spirituell. Was ist überhaupt Spiritualität? Um ehrlich zu sein, ich weiß es selber nicht. Ich bin mit dieser Frage richtig überfordert. Und ich denke, viele können mir dazu stimmen, dass dieses Wort Spiritualität heutzutage so oft benutzt wird, so von allen möglichen Personen, YouTubern, TikTokern, alles Mögliche in den Nachrichten und so. Okay, vielleicht jetzt nicht so auf denen, nicht jetzt so Tagesschau und so, ne, aber ihr wisst, was ich meine, so vielleicht so Hamburger Zeitung, I don't know, auf denen ich gucke sowas nicht, ich gebe mir diese Medien nicht, deswegen, ich weiß nicht ganz genau. Ja, ich mit einbegriffen, so, ich will mich gar nicht davon ausschließen, so. Aber die Frage ist, was ist das überhaupt so? Was ist Spiritualität? Das ist so. Ich finde, wenn man sagt, ich bin spirituell, ich sag das, ich habe das selber richtig lange gesagt, aber ich will damit unbedingt aufhören, weil, Digga, auf denen, was ist das? Was bist du dann? Du gehst ja nicht in die Kirche oder so, wisst ihr, wie ich meine? Das ist richtig so. Ja, okay, fresh. Was machst du? Auf denen, so, was, wenn man sagt, ich bin spirituell, so. Das Ding ist nämlich, wenn man sagt, ich bin spirituell und du sagst es zum Beispiel zu einem anderen, du sagst zu einem anderen, ich bin spirituell. Das ist so komisch, weil dann hat er direkt dieses Ding, dieses Konzept von dir in seinem Kopf. Er denkt dann vielleicht, dass du meditierst. Er denkt vielleicht, dass du Yoga machst. Er denkt vielleicht, dass du vielleicht eher politisch, eher links bist und so. Das Ding ist aber, ein Christ zum Beispiel kann auch sehr tief spirituell sein. So, eigentlich ist jeder Mensch spirituell. Ich finde, das ist so ein bisschen die Art des Lebens. Jeder hat irgendwann mal spirituelle Erfahrungen und macht spirituelle Erfahrungen. Aber das ist ja auch nur meine Perspektive davon momentan. So, wer ist nicht spirituell? Wer hat nicht diese Erfahrungen? Diese Erfahrungen, in der man merkt, es gibt mehr als das, was man nur sieht. Wer hat nicht Erfahrungen, wo sein Bewusstsein höher ist als normalerweise und dann lernt man was dazu und man merkt, es gibt wirklich mehr. So, wisst ihr, wie ich das meine? Und besonders, ich kann mich erinnern, als ich 16 war, so, da hat mich ein Kollege so in dieses Spirituelle reingebracht. So, er hat so gesagt, so, ja, er hat mich da so reingebracht, so, er hat mir das so gezeigt. Und am Anfang, das war für mich so deutlich, was das ist. Das war so klar, was das ist. Und für mich damals war das so halt Deep Talks und vielleicht Meditation auf den, dass man sein Ego verliert, Ego-Tod und sowas, diese Themen so. Und noch ein paar andere so vielleicht so. Und ich konnte das genau benennen. Ich habe gesagt, ja, ich bin spirituell. Ich habe so, ja, ich habe so in der Schule gesagt oder was auch immer, wo auch immer. Ich sage so, ja, ich bin spirituell jetzt. Das ist so komisch, so, wenn man das sich so denkt. So, okay, aber was meint man genauso? Und ich glaube, da ist das genau das Problem, weil Spiritualität ist nicht klar definiert. Ich bin ganz ehrlich, es macht schon Sinn, dieses Wort in unserer Gesellschaft zu benutzen, damit man weiß, der Mensch interessiert sich also eher für diese Themen. So, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so gut, um zu sagen, ich interessiere mich für sowas. So, aber man kann ja nicht genau sagen, was man macht und wie man da drin aufgeht oder was auch immer. Weil es gibt Menschen, die werden spirituell und die werden unglücklicher. Es ist nicht mal unbedingt etwas, was dich glücklicher macht, zwangsweise so. Es hat auf jeden Fall Vorteile und so. Aber das ist auch falsch. Es hat nicht mal. Auf denen es gibt keine richtigen Vorteile. Es ist einfach vielleicht interessant am Anfang und man erwartet viel davon. Je tiefer man in diese Spiritualität reingeht, was auch immer das ist, desto mehr merkt man, dass das irgendwie nichts ist. Das ist richtig komisch zu beschreiben. Je mehr ich dazulerne und ich bin noch am Anfang, desto mehr merke ich, dass es genau das Gegenteil ist. Es ist eben nicht zu sagen, ich bin spirituell, weil jeder ist spirituell. Genau, was ich eigentlich sagen wollte, je mehr ich dann in dieses Thema reingegangen bin, desto verwirrender wurde das. Kann ich kaum mehr sagen, was das richtig ist, außer vielleicht, dass es etwas ist, wo du dass du dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe bringst, um mehr zu sehen, um einfach klarer zu sehen eventuell. Besonders im Westen können wir vielleicht eine Prise davon vertragen, dass wir sehen, es ist nicht alles Beruf, es ist nicht alles Geld, es ist nicht alles Macht und sowas. Und ich glaube auch ein Problem ist, dass ich das vielleicht auch zu kompliziert gerade sehe. Vielleicht ist es halt wirklich einfach nur, dass man auf eine höhere Bewusstseinsebene kommt, um mehr zu sehen, mehr wahrzunehmen, mehr Leben. Das, also mehr das Leben zu spüren, was vielleicht in unserer Kultur durch andere Sachen abgelenkt wird. Zum Beispiel halt durch unsere Arbeit, diese tägliche Routine, in der man reinkommt. Ja, dass wir vielleicht doch am Ende glücklicher werden. Aber im Prinzip hat Spiritualität keinen direkten Nutzen. Man macht es einfach. Ich bin da aus Interesse reingekommen und ich mache das jetzt einfach, weil es mich interessiert.
manchmal, ihr merkt ja selber, manchmal ich zerbreche mir den Kopf daran, aber mich interessiert das und diese Fragen sind auch sehr spannend und sowas. Wenn ich das für mich definieren würde, auf meine persönliche Situation und auf mich selber, dann würde ich eigentlich sagen, es geht in der Spiritualität viel mehr ums Loslassen und um die Sachen anzunehmen und im Moment zu leben und nicht immer alles an allem zu klammern und nicht alles zu beschreiben, so einfach die Sachen manchmal anzunehmen, so einfach wie die kommen und dann damit zu gehen und nicht irgendwie dagegen ankämpfen oder so. Und das muss man halt üben. Das kommt nicht. Vielleicht kommt das natürlich und wir vergessen das mit der Zeit, aber es ist nicht einfach so vorhanden. Das Ding ist, bei manchen Menschen, mir fällt das gerade auf, bei manche Menschen sind einfach irgendwie richtig spirituell, so die nicht mal irgendwie damit was großartig zu tun haben und deswegen sage ich ja, man kann nicht sagen, ich bin spirituell. So, weil dann stellt man sich in einen anderen Club oder in eine andere Gruppe als diese Menschen, die zum Beispiel einen richtig spirituellen Alltag haben und selber das nicht so bezeichnen und vielleicht einfach sagen, ja, ich lebe ein glückliches Leben. Zum Beispiel so ein Bauer jetzt zum Beispiel, ne? Ein Bauer, er hat sein Feld, er geht morgens los, erntet seine Früchte, seine Kartoffeln und sowas. Er ist einfach super glücklich und so, wisst ihr? Und er braucht nicht viel zum Leben. Und er liebt seine Familie und seine Nachbarn und er gibt richtig viele Bananen und Orangen und Gurken, was auch immer. Und feiert mit denen Feste und ist so richtig lebensfroh. Und dann kommst du zu ihm und du sagst, ey, was geht? Ich bin Justin, ich bin spirituell auf den, ne? Und dann sagt er so, ah, okay, fresh. Und du siehst sein Leben und du siehst sein Leben und du gehst zu ihm und sagst, ja, was geht? Du bist auch voll spirituell. Und er sagt, hä? Nein, bin ich nicht. So, was meinst du so? Ich mache gar keinen Yoga und ich meditiere doch gar nicht so. Deswegen sage ich ja, Spiritualität, das ist nicht, das ist so voll viel. Das ist so viel, aber auch irgendwie so voll simpel. Das ist aber auch keine richtige Antwort, merke ich. Auf den ist es so, es ist viel und es ist wenig. Es macht jeder in irgendeiner Weise, ich kann jetzt nicht für jeden Menschen sprechen, aber eigentlich fast jeder Mensch hat spirituelle Erfahrungen und sowas. Und dann ist es auch irgendwie wieder so viel, wenn man sich dann das so irgendwie so ein bisschen unendlich mäßig so. Du kannst so das von außen sehen, aber du kannst so für immer reingucken und immer tiefer zoomen. Und niemand gehört so wirklich dazu, weil irgendwie jeder das ist. Und wenn der Samen einmal gepflanzt ist, dann wächst und dann interessiert das einen und man macht immer mehr und mehr und beliest sich immer mehr, informiert sich immer mehr und man geht immer weiter rein. Und dann kommen manchmal Leute, von denen du es nicht erwartest. Und die droppen voll den Knowledge. Und du denkst dir so, okay, aber er hat noch nie was so in der Richtung gemacht, mäßig. Und deswegen, ich glaube, je mehr man zuhört seiner Umwelt, desto mehr lernt man darüber. Man muss nicht unbedingt so viel machen. Ich glaube, viel mehr ist einfach zuhören. Wisst ihr? Und deswegen ist auch fast jeder spirituell. Weil fast jeder Mensch hört manchmal zu. Und lernt dann und sieht über diesen Horizont hinaus, von dem wir im Alltag immer gefangen sind. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Antwort. Also Leute, das war ein bisschen ein anderes Video für mich. Ich habe mich einfach mal vor die Kamera gestellt. Ich hatte grob ein Thema im Kopf, das mich beschäftigt hat. Und ich hatte nicht ein Skript oder sowas. Ich glaube, das hat man auch richtig gut bemerkt. Es war ein bisschen wirr. Und ich habe einfach meine Gedanken ausgesprochen. Und vielleicht regt euch das zum Nachdenken an. Vielleicht denkt ihr so ein Quatsch. Aber er sagt mir einfach, ob ihr mehr sowas hören wollt, so wo ich einfach mal so rede, so meine Gedanken rauslasse. Für mich ist das sehr therapeutisch, ich bin ehrlich. Und ja, schreibt mir mal eure Ansätze dazu in die Kommentare. Like das Video, wenn euch das gefallen hat und abonniert mich. Das hilft mir richtig, richtig dolle. Ciao, Leute. Die waren aufmerksam, haben jetzt wahrscheinlich auch bemerkt, ich habe mir eine Haare geschnitten. Ein Like für meine neue Frisur.